Herzlich willkommen zu einer neuen Redux US Morning Ausgabe. Heute am Freitag, dem 6. November 2020. Ja, weiterhin warten wir auf das endgültige Wahlergebnis. Es zieht sich über Tage hinweg. Das ist schon, ja, mehr oder weniger ein richtiger Skandal, muss man schon fast sagen. Aber lange dürfte es nun letztendlich nicht mehr andauern. Vielleicht haben wir heute das endgültige Wahlergebnis endlich vorliegen. Weiterhin sieht es nach einem, ja, Rennen eher für Biden aus, aber man muss immer wieder gespannt sein, natürlich, denn Überraschungen können wie immer aus dem heiteren Himmel ja manchmal die Folge sein. Wir konzentrieren uns aber viel mehr auf die Märkte und im heutigen Video einmal mit Fokus Technologie, denn wir sehen, gestern hat der Technologieindex Nasdaq den grünen quer verlaufenden Abwärtstrend erreicht. Und diese Marke könnte jetzt auch gepaart mit der darüber liegenden dunkelroten horizontalen Linie, ich zoome das Ganze mal ein wenig größer für Sie, jetzt wirklich zu einer großen Herausforderung werden. Ich denke, dass diese Kurszone zu einer Kurskonsolidierung führen wird, unabhängig davon jetzt, welches Ergebnis wir bekommen, weil wir natürlich jetzt auch schon viel Positives eingepreist haben. Es gibt zwei Szenarien, die ich derzeit favorisieren würde. Die kürzerfristige Variante wäre, dass das Gap bei 11.777 Punkten in den kommenden Handelstagen geschlossen wird. Die übergeordnete Variante würde selbst vorsehen, dass wir ohne einen nachhaltigen Ausbruch über 12.250 Punkte einen Rücksetzer sehen, zurück auf die sogenannte 50-Tag-Linie, entspräche einem Kurskorridor von ca. 11.515 Punkte. Gleich ist auch ganz interessant bei Apple. Was wird das? Auf der einen Seite konnte zwar Apple gestern gut zulegen mit 3,5%, aber in Anbetracht dessen, wie weit der Technologieindex Nasdaq schon wieder vorangeschritten ist, habe ich das Gefühl, als ob Apple ein wenig schwach auf der Brust ist. Das kann natürlich auch ganz klar auf die Corona-Krise mit zurückzuführen sein. Jedenfalls die Charttechnik zeigt, dass Apple noch nicht so weit ist, um weiter nach oben durchzustarten. Ich würde hier mich erst wohler fühlen mit Kursen oberhalb von 125 US-Dollar, denn nur einzig und allein eine kleine Rückkehr in diesen Trend ist ja noch lange nicht die Garantie dafür, dass wir dann weiter steigen können Richtung 138 US-Dollar. Das wäre für mich erst möglich oberhalb 125. Deshalb sollte man sich auch auf mögliche Szenarien hier vorbereiten, nämlich vielleicht, dass wir mal kurz in den Aufwärtstrend reinspringt, wenn überhaupt, ansonsten erster Rücksetzer kurzfristiger Natur Richtung 109 US-Dollar. Weitere Szenarien wollen wir jetzt an dieser Stelle nochmal außen vor lassen, aber zumindest schon mal hier das erste Kurzfristszenario definitiv zur Diskussion stellen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.